So, warte mal kurz, mir sortiert sich mit Alexa ein bisschen rumfummeln hier. So, mal kurz die Lautstärke von Alexa einstellen. Ich glaube, 10, 11 war okay. Mal kurz umstellen hier. Alexa, setze Timer 8 Minuten. 8 Minuten ab jetzt. Nein, Alexa, verlängere Timer um 74 Minuten. Hey, Alexa. Hallo. Hallo? Alexa? Jetzt bist du wieder beleidigt. Alexa, verlängere Timer 74 Minuten. Also die macht mich fertig, die Frau. Ich weiß nicht, was mit. Also, das ist ja Katastrophe mit der. Alexa? Ist immer noch aktiv. Irgendwie spinnt das jetzt wieder. Frech. Wo ist jetzt zu Hause? Weiß. Boah, leckt das jetzt wieder. Die ist immer noch im Zuhörmodus. Mal kurz abbrechen. Alexa? Alexa? Verlängere den Timer auf 80 Minuten. Die. Was? Ey! Oh! Stopp. Okay, Alexa? Setze Timer 80 Minuten. Zweiter Timer, 1 Stunde und 20 Minuten, ab jetzt. Möchtest du diesem Timer einen Namen geben? Nein. Nö. Nope. Jetzt habe ich zwei Timer. Alexa, lösche Timer 1. Du hast keinen Timer mit der Bezeichnung 1, aber es gibt Timer für 8 Minuten und 1 Stunde und 20 Minuten. Ja, egal, ich sag den Stopp. Also, ich komme mit dir. Ui. Hab gerade mit Alexa gekämpft, musste deswegen mute machen. Alexa gekämpft. Alexa gewonnen. Ganz also eindeutig, keine Chance. Ja, keine, also wild Anti, ne? Die muss mal ein bisschen. Die muss mal ein bisschen Earlicking schauen, dann sind die Ohren wieder sauber, die Alexa. Bearbeitungsbank. Also das mit Elektronik ist schon wild. Aber es laggt immer hier im Haus bei mir. Es ist wild. Das ist so krass. Boah. Oh, auf einmal bin ich... Leute, ich bin auf einmal im Feuer gespawnt. Scheiße, ich muss raus. Ich habe angefangen zu brennen. Oh, nicht schon wieder, Gags. Ja, da kann ich dafür, wenn es laggt. Ja, ja. Bin mitten im Feuer gespawnt. Ja, gleich auch mal wieder Feuerhaus. Alles, was wir gefarmt haben, das wäre jetzt richtig mies, wenn das passieren würde. Natürlich muss ich rumrennen, dass ich loswerde. Mit alles brennt. Ne, ich bin da rausgelaufen. Ja, aber ist das halt kacke. Ich stehe vor dem Feuer, wann bin ich im Feuer? Was soll ich machen? Es leckt hier ohne Ende im Haus. So. Was mache ich daraus? Epoxy oder was? Zack. Aus dem Schwefel. Ne, Dingens. Schießpulver. Habt ihr irgendwo diese Hacke? Schon? Fertig? Irgendeine? Nee, Sekunde, ich muss gerade mal schauen. Haben wir hier schon Platin? Oh, hier ist Schwefel. Platinblöcke werden gerade gemacht. Ich hab Schwefel gefunden. Was kostet so eine Axt? Eine Spitzhacke. Sekunde, die kostet 6 Platinblöcke. Und ansonsten eine Spitzhacke. Voll. Spitzhacke? Ja. Nein, Platinum Hammer kostet 6. Ich kann sein, dass ich Reduzierung drin habe. Echt jetzt? Ganz wild, sowas. Wie hast denn du denn eine Reduzierung drin? Beim Quantum herstellen. Spitzhackenbaum da. Ah. Aber ich hab die Spurwärme. Hier hinten sind ja ich die Schwefel. Ich hab doch auch einen Spitzhackenbaum.
Ja, vielleicht hast du nicht geskillt? Also bei mir kostet die Platin-Spitzhacke Rang 3, ist das 6 Platin-Level. Also ich hab hier... hier, 25% Ressourcenkosten und hier habe ich nochmal... Also 50. Wenn ich jetzt hier reingehe, brauche ich Platin. Macht man Platin? In der Werkbank. Ja, ne? Na, Machining Bench. Ah, 6, toll. Boah, geil, Alter. Die ist wirklich nicht teuer. Ja, 6. Ja, ich habe auch die Hälfte. Aber wir können, wir können nur eine machen. Dafür brauchen wir sonst mehr Platin. Aber dann kann derjenige schon mal ein bisschen Platin machen. Ach, wo haben wir Platin? Ich bräuchte ein bisschen Holz. Haben wir noch Holz hier da? Aber habe ich nicht gerade Platin abgebaut? Geht das nicht im Lagerfeuer? Mit der Hacke, die man aus den Dings kriegt auch? Doch, so, du eine Spitzhacke liegt in der Werkbank drin. Doch, du kriegst dann nur mehr mit der Platin. Will, darf das machen. Du kriegst halt nur mehr, Fafi, ne? An Ertrag. So. Ah ja, warte, ich hab hier noch die. Wie viel Schwefel brauchen wir noch? Alles. Also einfach brauchen, mitnehmen, wenn du was. Brauchen wir Silizium? Ich glaube nicht mehr, ne. Okay, weil ich habe hier ganz viel gefunden. Welche Höhle wart ihr? Ihr wart in der unten. Gex, da wo du stehst. Ich markier's. Hier. Da ist eine Höhle. Welche Farbe bist du? Blau? Grün. Green. Ja gut, okay. Ich habe aber halt meine Spitzhacke ist gleich broken. Ein, zweimal hacken und dann war's das. Ich habe halt keine mehr. Ich sehe gerade, für die Werkbank kriegt man 7600 EP, wenn man die baut. Ja. Und kein Talentpunkt, musst du dazu sagen. Und kein Talentpunkt. Ganz wichtig. Ja. Ich habe gerade ein Level-Up dadurch gekriegt, aber kein Talent. Stellt euch vor, auf Level 99 kriegen wir einfach nochmal alles. Ich bin gleich Level 40, das ist traurig. Ab dann gibt's nichts mehr. Warte mal, wo bei Level 40, du hast gesagt, fast Level 70. Das ist schön, aber es bringt dir auch nichts. Richtig. Das ist richtig. Leider. So. Die wo Bank ist? Steht. Jetzt können wir die Knarre bauen. Dafür brauchen wir Titan. Ich glaube, ein bisschen Titan haben wir. Ah ja, ich habe auch schon abgebaut. Wo ist dir bei Grün die Höhle? Enzo, ist die unten oder oben? Ich sehe die nicht. Ich weiß es selber nicht. Musst du schauen. Augen aufmachen, Brille putzen und dann geht's. Du hast auf die Karte geguckt. Ja, richtig. Ja, richtig. Ich habe genau dort markiert, wo es markiert ist. Also. Das ist bestimmt einer, wo man sich. Fünf Titane jetzt. Oh shit, ich habe falsch markiert. Ja, siehst du das, du Sackgesicht? Also, du meinst ein netter Mensch. Der Gex hat uns gestern schon erzählt, dass du ein Amateur bist. Ja, wo? Okay, mal richtig. Okay, nein, ich habe falschen Quadrat geguckt. Quatschen, ne? Genau, falschen Breitengrad, okay. Hier, okay. Einfach falschen Breitengrad. Ist nicht so schlimm, kann ja passieren. Ja, auf die andere Seite der Erde. Ich hab 450 Schwefel. Na dann. Okay. Was? 470. Ja, dann. Schießpulver draus machen. Alles in die Mörser knallen einfach. Alles in die Mörser. Wie geht denn das? Alexa? Stopp! Stopp. Danke. Ich wollte das eigentlich nur einen 80-Minuten-Timer setzen. Ne? Und Hefe habe ich auch. Einfach an die Werkbank rein. Hefe in die Ding, in den Mörsern direkt. Achso, den kann ich gleich umwandeln. Grün. Ist hier oh, da ist noch mehr Schwefel. Muss schon mal mitnehmen. Ist das die Höhle mit dem Eingang auf dem Berg? Ich weiß es nicht. Ich schau grad hier. Das ist auf jeden Fall auf J15 und am Berg. Und ich bin direkt hinter dir. Müsste auch dann hier dahinter. Vor mir sein, die Höhle. Oder nee, dahinter oder was? Das ist keine Höhle. Dahinter. Oder darüber, besser gesagt. Mhm. Müsste aber dann gleich kommen, oder? Ja, da war wahrscheinlich hier vorne direkt. Irgendwo an der Wand. Hier rechts dann. Ja, da sieht doch noch Eingang aus. Mhm. Ja. Nietzsche. So, machen wir jetzt noch 4 Stunden rum, haben wir 19 Minuten Zeit. Kein Problem. 4 Minuten. Jo. So. Ich habe noch Kupfer. Also hier jetzt alles, glaube ich. Wie groß ist Gold sogar. So Gold ist auch vor mir. Ist schon nicht. Geht so eine Standardhülle mit diesem Kreis, aber ist auch Gold. Ah, ja, mach du mal. Ich baue schon mal ab.
Jo. Kann das sein, dass die Höhlen alle auch, oder nicht alle, dass da auch bloß drei verschiedene Designs gibt und dann Copy-Paste? Nein. Sagen wir vier Designs und Copy-Paste. Viele, nein. Es gibt aber viele hier, verschiedene. Aber hier schon Enzo in diesen Gebieten hier. Nein, hier, keine Ahnung, ist mir egal, aber insgesamt sind es nicht vier verschiedene Höhlen. Also es gibt halt die kleine, wo du im Loop laufst, es gibt eine kleine, wo du hinten in so einem kleinen, mit so einem hängenden Pflänzchen drinne. Ich glaube, weiß ich nicht, gibt es noch andere kleine? Die mittleren und die großen, weil gibt's mehrere. Alter, bei mir ist der Bogen wieder am Ripp. War ja nicht negativ gemeint. Also Eisen brauchen wir jetzt übrigens nicht mehr unbedingt. Hauptsächlich Titan. Titan. Okay, ich bringe ganz viel Eisen mit. Soll ich Eisen rausschmeißen, oder? Wenn du überladen bist und Titan mitnehmen kannst, dann ja. Ich geh nicht, dass dir alles feilt. So. Okay, Eisen Main sagst. Ich bin am Abkloppen. Klopfen, kein Problem. Ja, verstanden. Eisen. Ist okay. Alles Eisen bekommen. Kupfer. Kupfer auch. Ja, aber Kupfer ist ja so blöd hier oben. Brauchen wir Kupfer, ja, gell? Ja, ne? Für die Electronics noch, gell? Nicht mehr. Gar nicht mehr? Nicht mehr? Eigentlich fast gar nicht mehr. Wow, ich habe keine Talentpunkte bekommen. Aha. Das ist so unbefriedigend hier, diese scheiß Dingerpunkte hier. Eisen. Ah, jetzt abgelaufen, der Kack. Naja. Wir haben noch Leder, oder nicht? Haben wir Leder? Muss ich noch ein bisschen rumschauen. Ich hab noch 20 irgendwo reingetan. Ich hab mir die Werkbank gemacht. Dann würde ich mir nämlich jetzt hier mal irgendwo einen Rucksack bauen. Ich hab vorhin zwei Rucksäcke gebaut. Ah, dann nehme ich mir das mal rein. Okay. Pack ich das Leder wieder zurück. Das war's. Das meiste, also Eisen ist noch viel da. Rest ist weg. Boah, bin ich langsam im Wasser. Hi, ganz schlecht. Bist du wieder überfüllt? Ja. Ja, dann gib mir noch 100 Kilo. Dann nehme ich das Eisen nicht mit, gar nichts. Ich hab auch nur ein Eisending abgebaut. Da Kupfer hier noch. Ich hab schon bis hier jetzt auch noch Kupfer. Nehme ich auch mit. Okay. Na? Lass mich mal testen. Arme okay. Mammut. Man kommt hier locker. Ich steck grad rein in der Kugel her. Ach du Scheiße. Haben wir auch, gibt's auch Feuerkugeln? Ich bin oben hier. Andere Seite, Enzo, hinter dir. So. Ja, also ich habe noch 87 Kilo, könnte ich noch. Lass mal liegen. Ich bin trotzdem überfüllt. 5 Kilo kann ich noch. So, lass so. Lass die einfach liegen. Okay. Das sind halt 150 Eisen, was da rumliegen jetzt, aber. So, was müssen wir hin zu Whitey McWhite? Das ist irgendwie alles überschrieben. Auf der Karte. Achso, Pink ist auch Pink. Da bei Weiß, okay. So. Mhm. Ah, 380 Kugeln. Jetzt müssen wir nur noch Knarren bauen. Also Titan. Das ist alles, was wir brauchen. Ne, den müssen wir unbedingt Titan. Titan kommen wir wahrscheinlich nicht hin, ne? Ich weiß nicht, wie viel in der Base ist. Ja, also mir reicht doch einfach ein Bogen. Also ich brauche nicht so eine Knarre. Wenn es das auch ist, dann brauche ich unbedingt. Ihr könnt ja da pausen oder ich glücklich fühlen. Ich brauche nicht unbedingt. Das ist nicht so wild. Wenn ihr mir so einen coolen Bogen baut, bin ich auch zufrieden. Okay. Ja, ich würde schon gerne mal sehen, wie das Gewehr ist. Aber ich würde auch gerne mit Bogen lieber rein. Bauen wir jetzt das Repetiergewehr oder das Jagdgewehr? Von was sprechen wir da?
Das große. Also das Jagdgewehr, das richtige. Mhm. Das hatte ich auch noch nie. Ich hatte nur das Repetiergewehr gehabt. Ja, richtig. Das ist... Hatte ich auch. Ich weiß gar nicht, was ist denn der große Unterschied dazwischen? Ich glaube Schaden. Das eine macht nur Feuerrate, Munition, bla. Und das andere... Was ist... Plus 100% kritischer Schaden. Ja. Das zu wenig. Okay. Das geht nicht. Das lohnt sich nicht. Zerstör es wieder. 100%. Den Compound-Bogen, ich glaube, den kriegen wir aber nicht mehr hin, weil dazu brauchen wir den elektrischen Ofen, dafür brauchen wir Strom. Ja, den Curved-Bogen, wie der heißt. Der reicht ja. Dann bauen wir noch einen Curved-Bogen. Mhm. Ja, Curved-Bogen nehme ich auch, auf jeden Fall auch. Kosten ja so gut wie nichts, ne? Mal gucken. Genau. Wenn genug Mazda sind, dann sogar zwei oder so, ne? Weiß ich nicht genau, wie das ist. Na, einer reicht. Ich baue mal noch einen dicken Ofen. Wir müssen mehr Schmelzkraft haben. Ja, auf jeden Fall. Hier ist auch noch voll viel drin. So, was haben wir denn noch? So, ich hab jetzt hier noch Platinerz habe ich dabei, 85. Alu, Gold, Kupfer. Kupfer. Alter, die Öfen platzen ja hier. Geht, die eine ist ja leer, oder? Nein, rechts ist leer. Eigentlich. Hier rechts ist nur Eisen, dann kannst du Eisen hier drüben rausmachen. So. Okay. Nice. Das ist schon wieder Epoxy. Epoxy ist immer Mangelware. Entweder brauchen wir Knochen oder Schwefel. Ich müsste noch Knochen haben. Na, reichen nicht. Ich geh mal Schwefel suchen. 200, 300 Knochen. 300 Knochen habe ich. Ne, 300, 37. Nehmt mal das Gold und Alu und Platin bitte immer aus dem Ofen raus, damit wirklich Titan geschmolzen wird. Weil sonst ist das wieder mit der Priorität und Soll ich die Knochen malen oder was, sagst du? Jupp. Mhm. Freundin ist wieder zu Hause, die Kleine will doch noch nicht raus. Okay. Oh. Ja, kann noch ein paar Stunden dauern, haben sie es erstmal wieder nach Hause geschickt. Huch. Das ist ja was nett. Du Papa, ja? Ich nicht, ne, ist nur eine gute Freundin. Achso. Ich hab damit gar nichts zu tun. Ah ja. Sagen sie alle. Das sag, was ich gerade sagen, ja. Und ehe sie sich versehen, werden sie dann Papa genannt. Aber sie gehört halt zu meinem engsten Freundeskreis und okay. Da macht man sich ja dann schon Gedanken, ne? Ah ja, natürlich, natürlich. Und sie hatte auch das Glück, dass es von dem Typ ist, der im 8. Monat gesagt hat. Ja, du, eigentlich hab ich da keinen Bock drauf auf den ganzen Mist. Mach das mal alleine, ich bin da mal weg. Oh nein. Ist ja was? Mhm. Ja, der hat vor 3 Wochen gesagt, das wird mir alles zu viel, ich schaff das nicht. Und ist einfach abgezogen. Sehr nett, sehr nett. Der kann sich abziehen, so viel er will. Wenn sie einen Vaterschaftstest verlangt, muss er Unterhalt zahlen. Nee, das Problem ist, es kommt halt wirklich niemand anderes in Frage. Aber er tut halt oft dumm, wo sie heute geschrieben hat. Was du gerade sagst, sie hat ihm heute geschrieben, ob er bei der Geburt dabei sein will, dass es halt jetzt soweit sein könnte. Ja klar, natürlich hat er gesagt, oder? Und seine Reaktion war, tatsächlich, und da haben wir alle gedacht, der tickt doch nicht richtig. Ja, nö, habe ich keinen Bock drauf. Mein Vater und ich, wir sind uns eh sicher, wir machen jetzt Vaterschaftstest. Ich bin mir da doch nicht sicher, ob das überhaupt von mir ist. Na, dann soll er es machen. So ein Scheiß, das ist ein einzigartiges, tolles Erlebnis, Alter. Muss man mitmachen. Also. Ja, das frech. Ist. Frech. Na, es gibt halt solche Leute. Da schämt man sich für seines eigenen Gattung, Mann. Bei solchen Leuten. Ja. Wie gesagt. Wenn er sich ich hab mal den ganzen Schwefel im Betonmischer getan. Wenn er sich dagegen schreibt, einfach Vaterschaftstest machen. Und wenn ist ein bisschen. Wenn du vor Gericht gehst, die verlangen das auch. Und wenn er sich dagegen schreibt... Was er jetzt macht, ist total dumm. Er bezahlt jetzt über 250 Euro für was er eigentlich schon weiß. Ja, er will sich wahrscheinlich nur... Selbe Schuld. Aus diesem ganzen Unterhalt. Wahrscheinlich hat er seinen Vater angelogen oder er lügt sich selber an und will es nicht glauben. Vielleicht ist er nur geschockt, vielleicht ist er einfach ein Arsch. Wissen wir nicht. Man muss dazu sagen, die waren zusammen im Urlaub. Und dort ist das passiert. Das heißt, es ist wirklich ausgeschlossen, dass es jemand anderes gewesen ist, weil seitens sie hat auch Gran Canaria
und das ist ein Stoffhall. Also, ich frage mich, was er sich da vorstellt, wer es sonst gewesen sein soll. So, also, ich tue... Wie lange so, was müssen wir jetzt noch machen? Platin. Wie lange waren die zusammen? Wir müssen nur noch... Warte mal, ich brauche jetzt... Einen Rucksack brauche ich noch. Herstellen, das Ding würde ich machen. Als sie schwanger geworden sind, war sie noch nicht lange mit ihm zusammen. Wo ist man wieder hin? Ach da, okay, warte, danke kurz. Mhm. Ja, das ist immer so eine Sache, ne? Das da. Verhütung ist das A und O. Seil 8. Nee, das. Ich bin mit meiner Frau schon seit 8 Jahren bald zusammen. Wir haben noch nie irgendwie so Beschwerden gehabt. Glückwunsch, viele schaffen ja nicht mal so lange heutzutage. Ja, ich weiß. Bin auch relativ sehr stolz drauf. Kann man auch sein. GZ? Ja. Selten. Ist echt selten sowas, ja. Ist ja nicht. 1. April ist das 8-Jährige. 1. April? Okay, das ist nett. Nettes Datum zum Kennenlernen. Ja. Ja gut, wir haben uns schon davor ewig gekannt. Achso. Deine Frau war ein April-Scherz. Ha! Badumts. Oder er. Oder beide. Oder, ja. Oder wir beide einfach. Passt doch, perfekt. Ja, war schon schön. So, und ich bin auch froh. Also Stahl wird gemacht. Ja. Ich fände kein Schwefel, Leute. Ich hab Tiere geholt, aber... Ich hab so viel Schwefel mitgebracht. Du hast doch mitgebracht, 400 Schwefel. Ich glaube, das reicht. Das sind über 600. Ich hab fast 700 600 Schwefel. 600 sogar, das passt dann nie. Ja, dann... Also, ich weiß jetzt, Zero, das sollte reichen, oder? Ja, hast du dein, auf jeden Fall. Hast du dein Backpack? Ich hab mein gebeutelt, genau. Ja. Mhm. Haben alle Backpack? Ich hab noch keinen. Warte, ja, dann baue ich noch einen. Wo baut man den? Ich baue noch einen. Ich würde sowieso, ihr seid ja viel weiter im Level. Wo ihr mir mal helfen könnt, im Tech-Tree. Was brauche ich unbedingt noch? Du kannst alles freischalten. Also da kann man alles. Die Punkte reichen für alles. Ich würde halt immer das freischalten, was du gerade bauen möchtest. Hab ich's gemacht. Wenn es jemand anders schon baut, keine Ahnung. Du bekommst bis Level 99 jede Level Up, kommst du 3 Punkte. Also haben sie das so geändert, dass man alles kann? Also ich kann, ich habe jetzt relativ sehr viel gelernt und ich habe immer noch 106 Punkte übrig. Braucht man also den Kühlbehälter? Nee, ne? Ich würde da trotzdem nur das freischalten, was du da gerade baust oder so. Wer weiß, ich habe halt immer das, wenn ich gesehen habe, okay, das brauche ich jetzt, schalte ich es frei, fertig. Keine Ahnung, was noch, wie es noch weitergeht in den ganzen Diözesen so. So. Rucksack ist in der Textilbank unten rechts, wenn du dann willst, Fuffi. Hat jemand von euch schon mal den Laterne gebaut? Nee. Gelernt habe ich es, aber noch nie gebaut. Die soll richtig geil sein. Ja, die kostet halt nicht so viel, wenn man sich eigentlich mal anguckt. Eisen, brauchst halt Seil und Biofuel-Generator. Und das für die normale Laterne? Nö. Hast du? Ach doch, Biosprit. Ja. Man muss da Biosprit da rein. Wo kriegt man Biosprit her? Rang 3 von bestimmt. Ne? Biofuel Generator heißt er. So. Rang 4 ist das sogar. Leute, wir brauchen nur noch Titan. Also theoretisch könnten jetzt alle losgehen, bis Titan suchen, damit wir noch eine zweite Waffe craften können. Und okay, dann gucke ich mal nach einer Höhle. Mach dann mal das Ding, oder? Das Produkt fang ich dann langsam anzumachen. Was bei einer Titan dann? Ist eine Waffe. Ich hab vergessen, gerade Bellneck. Wie geht's weiter? Ich hab Mehl gemacht und dann wohin zum Weitermachen? Zum. Wo machen wir nochmal den Teig? Im Dings. Küche. In diesem Küchentisch. Nein. Der Kräuter. Ach, Kräuter. Haben wir die? Ja. Wie viel Exotik kriegt man mit dem Extraktor? Wissen wir nicht, habe ich noch nie gebaut. Ich bin gerade in der Mission, wo ich es ausprobiere. Richtig, da wollten wir das auch machen, dass wir die Mission machen. Da gibt es ja eine Mission, wo du extra den Extraktor bauen musst. Es gibt auch nur in Mission diesen Extraktor. Außer Mission gibt es den nicht. Weiß einer von euch beiden, was man mit diesem... Warte, ich such's mal. Wie heißt das genau? Hier, Biofuel Drill. Was macht man mit dem? Ich glaube, das ist eine effektivere... Warte mal, der Biofuel Drill? Warte, Sekunde. Tech, Tier 3?
In der Mitte, ziemlich am Anfang, obere Spalte. Biospritbohrer. Der zerstört Sachen. Also wenn du jetzt irgendwo eine Wand hast, ich glaube, wenn du den da ran setzt, dann geht die Wand einfach kaputt. Du kriegst die Steine nicht, die ist aber relativ schnell weg. Ich glaube, so funktioniert das Ding. Bin ich mir aber nicht 100% aber sicher. Aber wie? Eine Wand, die wir vorher gebaut haben, oder was? Nee, diese Steinwände von den Höhlen. Oder wenn du Erze hast, die irgendwo rumliegen und die du nicht haben willst, glaube ich, kannst du die damit zerstören. Okay, aber die snappen gar also nicht bei den Erzen. Wollte ich gerade sagen. Also wir haben es probiert. Das geht auf jeden Fall nicht. No snap point, okay. Jungs. Dann weiß ich nicht genau, wozu der da ist. Also an der Wand haben wir es nicht probiert. Nur an den Erzen. Aber ja. Nur an den Erzen, ja. Aber hier steht unten drunter, driven by biodiesel. This micro direct design was adapted from Asteroid La. Ah, ja, aber da steht nichts dran. Bescheuert, ey. Und da keine richtige. Es kann ja sein, dass. Es sind ja viele Sachen, sind noch nicht fertig, dass es doch dazugehört. Das ist leider oft so. Flashlight. Ja, irgendwie soll das am Anzug gehen oder so, oder nicht? Keine Ahnung. Gibt schon so einen Bogen? Ist das schon so ein Bogen fertig? Ja, zwei so Bögen fertig? Sind schon fertig. Ah ja. Ich bin mal so leidig, dass ich nachher noch vergesse. In der Bank. Bearbeitungsbank, glaube ich. Wie die heißt. Jawohl, dann passt das. Dann habe ich den Bogen, habe meinen Langbogen. Ja. Hab Spiel doch geschafft. Dann nehme ich mir auch gleich mal einen hier. Wie viel Platin braucht man denn? Ein Knochen zum Reparieren. Titan. 200 Titanerz für eine Waffe. 200? Ja. Oha. Ja. Er wollte das echt noch machen. Wir haben noch eine Minute, dann ist es 4 Stunden. Ja, das schaffen wir sonst nicht. Ist das wichtig jetzt, dass ihr die Waffe da habt oder nicht? Nö, also eine Waffe haben wir. Das ist nur, dass wir dann könnt ihr ja durchwechseln. Nee, dann reicht eine so zum Gucken halt, für jeden Mal, damit er die hält und schießt. Ich würde sagen, wir bauen dann lieber nochmal so ein... kann man einen aus dem Weg gehen? Danke. Recurve Bow. Ja, Recurve Bow würde ich nehmen. Ein Knochen bräuchte ich zum Reparieren der anderen Bogen. Hat das jemand? Ist in der Bank. Ich habe meine Knochen alle weggetan. Ist in der Werkbank. Achso, jetzt. Sind nochmal... Also jetzt hat jeder einen Recurve Bow. Ja. Okay. Na, das sollte ja dann reichen. Ja, dicke. Der braucht auch nur Alu zum Reparieren, also davon haben wir auch noch ein bisschen was. Wie viel Pfeile... Dann nehme ich die Werkbank nachher mit. Darf man sich nehmen jetzt? Eigentlich war es geplant, jeder 100. Irgendwo bis 237 hier. Ja, hat schon jemand sich welche genommen? Warte mal. Noch nicht. Hier sind Stückchen, hier sind noch Dings. Wir brauchen noch ein paar Stückchen. Ich habe 2 reingetan. Ich hatte gerade 2 in der Tasche. Das ist ein Paar. Ja, sicher, ein Paar reingetan. Das ist richtig. Ich mach gerade welche. Sind drinne. Jetzt gibt's 313. Ja, könnt ihr noch machen. Leder ist noch 83. Also 400 wären. Ja, jetzt hat die da. Die dann stark. Total scheiße, wenn mein Handy da unter vorne liegt, geht dann das Licht, wird das Licht immer heller und dunkler. Ich hab zur Not hier auch. Zur Not habe ich auch noch 50 Knochenpfeile. Ich baue mir eh solche auf dem Weg, wenn es geht. Ich nutze diese jetzt nur für das Main. Jeder 100 Pfeile auf jeden Fall. Ich habe 30 Steinpfeile, 1 Knochenpfeil und 100 von denen. Der Krieg-Körper hat doch bestimmt so viel Alpha-Zeit, dass der eh nicht in den Arsch geht, oder? Split-Stack. Eigentlich nicht, nein. Jeder hat hier 116 Pfeile, das sollte reichen. Ja, aber der ganze Weg plus das weißt du, den Boss, das glaube ich hält auch nicht aus. Weißt du, was ich halt nicht hab? Was denn? Ein Schlafsack. Genau, wir brauchen Schlafsäcke. Warte, hier Leder. Ich habe hier irgendwo links gedroppt. Genau, mach mal bitte welche. Bitte nicht die Hütte anzünden. Wieso ist meine Fackel nicht mehr an hier? Wo ist die Fackel denn?
Ja. Habt ihr die weggetan? Die waren. Achso, nee, ah, warte, ich muss den tun. Ja, du stehst vor mir, Digga. Jetzt hat. Sind wir wieder was. Schon ein bisschen eng hier. Ein bisschen. Für 4 Personen. Max. Ich kann nur 2 herstellen, das fehlt mir. Wer hat alles schon Schlafsack? Keiner, okay. Achso, wir brauchen noch 8 Leder. Habt ihr jetzt alles Leder weggehauen? Ich hab schon einen Schlafsack. Ah gut, okay, dann kann ich ja noch einen machen. Ich hab 3 Schlafsäcke. Ich mach die anderen 2 hier in die Textilwerkbank rein. Noch 8 Leder irgendwie in Weg. Ist auch in der Textilwerkbank drin. Ah, okay, gut, wir haben genug. Ich hab keinen Bock jetzt Jagd. Wieso, was brauchst du? Naja, ich brauchte 8 Leder für die Waffe. Ich dachte, es wäre alles so, alle, weil ich hier irgendwo was rumlag. Ne, ich hab hier, ich hab sogar noch mehr im Inventar. Ist irgendwo noch. Ach, hier ist noch Holz, okay. Von Not kann ich auch noch 3 Schlafsäcke bauen. Ich hab, wie gesagt, in der Textilwerkbank sind noch mal 2 Bettrollen. Bitte mitnehmen, nicht vergessen. Textil. Pack ich mir so. Mal rein, eine. Hab ich? Ja, die übelste. Dein Base Rucksack ist noch drin hier, Fuffi, da. Ah, wo. Textil, denkst du uns, da wo man sie baut. Ja, so weiß ich nicht, ich hab noch nie einen gebaut. Ich würde so sagen, bevor wir gehen, zünden wir das Haus noch an, oder? Nee. Können wir machen. Ja, aber wer weiß, was noch kommt, wenn wir sterben, nochmal zurück müssen? Das One-Way-Ticket. Ich würde das nicht mehr anzünden, also. Ja, wenn wir verrecken auf dem Weg, dann ist sowieso Spielraum. Eben. Dann haben wir doch alles in unseren Leichen. Ja, aber wir müssen da wieder hinlaufen. Vielleicht können wir schnell was machen für den Weg, meine ich dann, weißt du? Also. Man hat echt das kaputt machen? Lass doch lieber das Spiel das kaputt machen. Mach das doch sowieso. Als ob du nicht gern das Haus brennen sehen würdest. Ja, nur aus Versehen. Ich hab's ja schon gesehen, ein paar Mal brennen, so ist ja nicht. Riesenfeuer schon. Also. Außerdem habe ich gehört, Smarty zündet eh gern Häuser an. Was? Das ist der Main Häuser. Das war nicht meine Schuld. Das war der Technikus, war das. Stimmt, den hab ich ja gar nicht gesehen hier, Technikus. Gar nicht. Vielleicht besser so. Weniger Brände. Danke dir, Mordende Hand. Hm. Wo ist das Leder? Einfach nie wieder morden. Einfach Mordende. Wo brauchst du es hier? Ich bräuchte nochmal ein Leder, dann kann ich noch eine zweite kleine Waffe herstellen. Also das ist eine Standardwaffe. Warte, tu ich dir hier rein, da. Ist drin? Da sind 150 in dem komischen Fabrikator. Aber wir pennen jetzt oben, oder? So, Luxus. Der Fabrikator ist alles drin. Aber ja, die kommen ja alle nicht die Treppe hoch. Na klar, einfach hochgehen. Einfach F drücken gehört aus. F und gehört aus. Ja, vorhin auch, war schon ein paar Mal oben. Ja. F und gehört aus. Die kommen nicht alle hoch. Siehst du das? VIP. Wie? F und gehört aus. So. Er kommt da nicht rein, das ist. F und nach und W drücken die Taste. Ja, geht nicht. Wie kommt das? Was ist denn das für einer? Kann ich in die Treppe steigen? Mal groß. Hast du Shift gedrückt? Nicht Shift, ohne Shift. Hast du vielleicht Shift umschalten? Nein. Also, große Cam, das große Treppensteigen. Mehr gespannt. Ja. Mal sehen, das ist deine Challenge, bevor es losgeht. Jetzt baut das ab! Hat er schon, ja. Okay, jetzt kommt eine Treppe rein. Wieso, wenn wir alle hochkommen und du nicht, musst du doch auch schaffen. Verstehe nicht. Hä? Das hat es zugemacht, jetzt sperrt er uns ein. Oh Mann. Tja, endlich mal Platz hier zum Laufen, ey. Voll im Weg, das Scheißding. Ja, dann. Dann schlaf mal hier. Sobald wir ready sind, schlafen wir, ja. Wir sind doch ready. Zero macht hier noch was? Ich warte noch auf 2 Titanbarren. Also. Was? Dann steh ich wieder auf. Dann zünd ich jetzt. Ich muss das hier machen. Wenn du das machst, dann geh. Ja, wenn das brennt, dann bin ich raus. Dann ist vorbei. Komplett. Dann bin ich raus. Schnauze voll, dann geh da. Also, so wissen wir, wie wir loswerden.
Ich habe heute auch mit einem anderen Charakter Holzhütte gehabt, Blitz eingeschlagen, angefangen zu brennen, dann das gleiche Problem, was du hattest. Versucht zu löschen und nicht in die Nähe gekommen. Das ganze Haus abgefackelt und ja, der Amboss ist kaputt gegangen und noch ein paar andere Sachen. Bisschen was konnte ich retten. Da habe ich richtig gekotzt. Das ist mal traurig, ja. Du haust und versuchst es wegen. Zu löschen, aber keine Chance. Aber gar keine Tiere mehr. Gar keine Tiere mehr. So, also ich habe einen Langbogen, einen Curvebogen und damit schieße ich halt damit im Normalen erstmal. Beschaffe eine Mammutprobe. Und wir kriegen 600 Punkte für die Mission, oder wie? 750 sogar, glaube ich. Weiß ich doch gar nicht. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Und ich meine, ich glaube, wenn man die rusht mit Bogen und nicht so einen Müll macht wie wir gerade. Ja, mal gucken, wie stark der ist. Und dann können wir drüber reden, wie ob sich der, da was. Also der muss auf jeden Fall irgendwas spawnen. Ja, der letzte hat ja auch Wölfe gespawnt. Ja, aber das ist gestern nicht. War nicht Rede wert. Natürlich. Als wir die Mission nochmal gemacht haben, waren keine Wölfe, nur vielleicht einer oder so. Okay. Der ist auch ziemlich schnell gestorben. Können wir uns hinlegen? Oder fehlt noch was? Jo, die Waffe, Alter. Geil. Zeig mal. Oh, die hört sich mal nice an. Oh, das ist ja echt so gar richtiges. Wie schnell schießt die denn? Schnell? Oh, die hat Magazin. Krass, okay. Okay, die verbraucht sich aber relativ schnell. Kann man die reparieren? Kannst du kostenlos reparieren? Einem Titanblock. Ach, die musst du, okay. Also das Reparatiergewehr kostet nichts zum Reparieren. Echt? Okay. Ja. Kannst einfach Werkbank gegen. Also. Ich noch Fenster reingebaut. Ja. Langeweile. Ja. So. So, Schlafsack ist für den kann ich kaputt machen. Machen wir die Waffe rein? In den Fabrikator rein? Jo. Kann jeder einmal rumballern damit? Kugeln haben wir genug. Kann sich jeder einmal ein paar Kugeln. Boah, die sieht aber sneaky aus. Sieht wild aus, ja. Ja, was mache ich hier rum mit so einem? Oh, geil. Mit der kann man viel besser zielen mit der anderen. Ja. Hört sich auch wild an. Aber wirklich schnell. Damit kannst du wirklich Boss hier töten. Ja, gut, aber die kostet halt dementsprechend auch sehr ja, gut, wir haben das in 2 Stunden geschafft. Das ist ja nicht viel. Ja, wir waren aber zu. Also im Endeffekt sind wir zu viert in 2 Stunden schon beim Endlevel. Von Tech, ja. Oder? Viel weiter wer geht's will, nicht. Der kann auch gerne nochmal rumballern damit. Ich hab's gesehen, das ist jetzt nicht so wichtig für mich. Ich hab's gesehen, das passt. Was ist mit der Handwaffe? Die andere Waffe, die kommt gleich. Okay, Wen hast du gezockt für Level 59? Richtig. Das ist der. Hast du mich hingelegt? Das ist der, ich sag's dir gleich, jetzt der 12. Tag heute. Der 12. Tag, seit dem 4.12. bis heute. Jeden Tag 10 Stunden. 10 bis 12, 13, 14 Stunden, je nachdem. Aber das Level spielt keine Rolle. Ab Level 40 ist egal, kriegst keine Talentpunkte mehr. Ich bin jetzt fast Level 70. Hab jetzt. Ja, Ander hat in der gleichen Zeit Level 70 erreicht. Je nachdem, was du dort machst. Aber Levels sind irrelevant in dem Spiel. Ja. Aber man levelt halt am schnellsten, also wirklich am schnellsten, wenn du einfach dir einen Langbogen baust, Pfeile, Stein, egal was für Pfeile, und jagen gehst, Wölfe. Ja. Dann machst du schon am schnellsten. Aber das hast du eh in Missionen. Also das hast du eh in Missionen, also du musst nicht aufs Leveln aus sein. Ja. Und macht, willst du mir auch holen? Ja, macht super Laune. Klar. Also wenn du nur ein bisschen was für Survival übrig hast, so wie für Valheim, für Ark, für 7 Days, für Minecraft, was weiß ich, was es alles für Spieler draußen gibt,
Ist okay, macht Bock, macht Laune. Ist jetzt nichts für lange, hat ein paar Tage und so, ist ganz gut. Ist halt vom Content her, ja, geht so. Aber hey, wenn man nur ein bisschen was für Survival außen übrig hat. Viele Fehler ist noch eigentlich gefühlt halt eine Alpha irgendwie auf eine Art, aber ist halt released worden, das passt. Ah, jetzt. Ja, eben war nur 3 von 5, ich hab jetzt noch die Waffen gebaut, die anderen. So, Schlafsack nicht vergessen, bevor er rausgeht. Einfach mitnehmen. Nicht immer gleich. Ja. Puffy, sofort aufgestanden. Ja. Nehmt euch so, Teig und alles, Brote, Teig und alles aus dem Ding. Ich hab alles gebrutzelt. Ich hab zwar. Zweite Waffe nehmen oder was? Ja, kannst du machen. Ich habe 3 Karotten, 4 Fladenbrot, 20 Fleisch und noch Waldbeeren. Da ist die andere Waffe. Liegt in der Bank drin jetzt. Okay. Was ist die Pistole oder? Ah ne, Action Bolt, abgeholt. Ja. Ja, das ist nice. 200 Schuss. 200 Schuss ist auch nicht schlecht. Boah, ruckelt. Ah, ich mag die auch, ja. Ganz kurz, bevor wir noch losgehen, ich würde einfach nochmal ein paar Feuerfälle craften. Die kosten ja nichts. Achso, ja. Ja, die wäre Ultra, ja. Wie macht man die eigentlich? Warte mal, ich muss mal gucken. Schießpulver und sonst nichts. Hast du denn von einem der Spieler schon eins gespielt hier? Mordende-Hand? Also irgendein Survival-Spiel, damit man es vergleichen kann. Ob Gunpowder und Stone Arrow, cool. Easy. So. Fahren Sie noch mit einem. Alles fertig. GZ? Ah, ja, dann ist okay. Du hast vielleicht 5% Content oder so, oder wenn überhaupt 10% von Ark bei dem Spiel hier. Aber das ist ja egal. Dicke Hütte. Ich hab das 2100 Stunden gespielt. Kann man gut vergleichen. Ist halt nicht so umfangreich, aber baust halt deine Häuser, machst Strom, machst Holz, machst Stein. Es ist die gleiche Rotation immer. Bisschen Stoff, bisschen Lederfarm und so. Normal. Fleisch kochen. Ja. Unterschied ist halt hier, wenn du den Planeten verlässt, musst du auch immer wieder machen, musst wegen Missionen, ist alles, was du gebaut hast, weg. Deswegen baut man immer nur so ein bisschen um die Mission herum und dann ist es alles weg. Außer du spielst Sandbox-Modus, dann hast du alles. Bleibt alles wie beim anderen Spiel auch. Das würde ich ja auch irgendwann mal machen. Einfach Sandbox ein bisschen spielen. Und die kompletten Elektrogeräte testen. Kannst du aber dann gefühlt in einem Tag durchspielen, das Spiel, ne? Noch ein paar Fackeln an Eingang. Also ich glaube, wenn ich Sandbox spielen würde, hätte ich nach ein, zwei Tagen keine Lust mehr auf das Spiel, weil dann habe ich halt alles mal gesehen und dann ist gut. Ja, aber das kann man doch am Ende der Mission mal machen, oder nicht? Wenn du sowieso danach nicht mehr spielst. Ja. Wenn man halt dann noch Lust hat drauf. Okay, dachte, werde mehr so aus wegen dem Skills im Kaufmenü. Dachte, werde mehr so... Ja, es geht. Es ist schon nicht so viel. Die Missionen sind mehr so Alibi-mäßig, kriegst irgendwelche Credits, ist jetzt nichts Besonderes. Läufst hin, so, scannst ein bisschen was, tust ein bisschen was. Wo jeder 100 kriegt noch welche nehmen. Wo gab's die? Sekunde, hier vorne in der Crafting-Bench sind die drinne. Ja, das sind. Die Feuersteinpfeile, ne? Genau. Ja, richtig. Perfekt. Sollen noch viel kommen? Mal schauen. So aber, Bergrand hauen, hat was, ne? Aber wenn du ein bisschen was übrig hast für Survival, rein, da kann man nichts falsch machen. Glaube ich, kostet auch nur 25. Das war noch letztens 22. Von daher, gönn dir, mach ein paar Missionen, hab ein bisschen Spaß, bau dir was auf und fertig. Weiß ja nicht, wie lang man an so einem Spiel hängen soll. Dann will mich der 12. Tag halt, keine Ahnung. Weiß ich nicht, mal gucken. Ich finde immer, wenn der Content in den ersten 2 Wochen nicht da ist, danach, der Content ist mir fast egal. Weil ich brauche das Spiel, wenn es rauskommt und fertig. Wenn es Early Access wäre, okay. Aber es ist ja doch released worden. Man kommt zwar noch... Der ist doch... Man kommt zwar...
wie immer wieder zurück ins Spiel, aber dieses Feeling, was man am Anfang hat, hat man nie wieder. Hat man nie wieder. Es gibt 12 Talentbäume. Ich kann dir jetzt nicht alles zeigen. Da musst du selber auch schauen. Es gibt 12 Talentbäume. Bei Überleben gibt es 4, bei Bauen gibt es 4, bei Kampf gibt es 4 und bei Sohle gibt es noch einen. Das ist der 13. Es gibt ganz viele Talentbäume. Du musst halt schauen, du kannst nur bis Level 40 kriegst du Talentpunkte. Bisschen was fürs Sammeln, bisschen was fürs Jagen, bisschen was fürs Bauen. Da kannst du so ein bisschen durchlesen, musst schauen, wenn du einmal klickst, kannst du es nie wieder rückgängig machen. Gibt kein Reset, gar nichts. Aber einfach Spiel starten und schauen und probieren und testen. Ich bin komplett blind rein. Natürlich habe ich mich verskillt und wichtige Sachen habe ich nicht. Also was heißt wichtig? Ich meine, du schaffst das Spiel so oder so, egal ob du die Punkte hast oder nicht. Aber es wäre halt cool, ein paar Sachen zu haben, aber das darf ich nicht. Weil ich darf nur bis Level 40 Punkte, kriege ich Punkte. Jo, dann gibt es noch einen Technikbaum, Rang 1 bis 4, da kannst du eigentlich alles skillen, kriegst du genug Punkte pro Level 3 Stück, bis Level 99. Ah, warte, ich kann es halt nicht so schauen die ganze Zeit, so, ich muss aufpassen. Jo. Einfach ein bisschen schauen. Und dann am besten die Erfahrung selbst sammeln. Das ist, was das Spiel dann interessant macht im Endeffekt. Ich habe mich halt davor null informiert. Ich habe nur ein paar Trailer geschaut, ganz kleine Videos. Habe gesehen, dass es so eine Art Survival-Spiel ist, so wie ein bisschen Ark, Seven Days, was weiß ich, was alles ist. Und habe mir gedacht, okay, rein da. Blind rein, viele Fehler gemacht, aber daraus gelernt und weiter. So ist das, war das Spiel für mich richtig. Ist nur zu empfehlen. So, dann mal fertig. Geht mal los. Ich habe hier ein bisschen gequatscht, deswegen gemutet, dass ich dann nicht dazwischen rede. So, dann mal fertig. Geht mal los. Jo. Ich habe nur ein bisschen also, gequatscht und gemütet, damit er nicht da. Wenn ich ihn dann nicht stört, oder? Ja, alles gut. So, dann kann ich. Ich hab, bin schon mal jagen gegangen, weil ich ein paar Knochenpfeile krieg. Ich hab nur die anderen. So, herstellen. Okay. Lass mal den Krieg ziehen, oder? Mhm. Ich wette, das Mammut platzt in wenigen Sekunden weg. Das kann gut sein, ja. Und hat sich ausgetobt mit allen Waffen? Ja. Mhm. Das ist gut. Achso, Enzo, wir haben gestern, als wir die Mission mit diesen Exotics da wiederholt haben, haben wir bei den dicken Eisbären öfters mal 5 Fleisch rausbekommen. Ganz heftig. Haben die scannt? Nee, wir haben in den gleichen Patch gespielt wie wir. Keine Ahnung. Achso, keine Ahnung. Irgendwie komisch. Einfach 5 Stück rausbekommen. Kriegst Besuch. Oh! Dankeschön. Schon wieder. Es sieht nach viel aus, mit diesen ganzen Sachen. Ja. Mit dem Talentbaum ist auch jetzt nicht wenig, aber es ist eigentlich alles so ziemlich logisch aufgebaut. Selbst mit dem Techbaum ist es eigentlich immer das gleiche, nur halt ein bisschen höher von den Sachen. Also jetzt hier. Das eine ist so passt, das andere ist so eine Pille, zwecks Medizin, das ist ziemlich, das Prinzip ist immer das gleiche. Hat eine gewisse Logik. Achso, Gax, komm mal her. Ich
hab hier noch was für dich. Ja, bitte. Achso, da bist du gar nicht du. Du bist das. Ja, bitteschön. Du hast hier noch, glaube ich, keine Feuerpfeile. Achso, ja doch. Ich hab mir geklaut welche. Achso, ich hab 100. Ich hab noch keine, aber... 124 habe ich jetzt. Gib mal die Hälfte, Fluffy. Ich hab für uns hier nämlich mal noch auch noch 6 Stück hier. Hast du auch noch mal so, welche? So, ich hab jetzt 124 von denen. Oh, du hast die? Sind die hier nicht im Boden? Hast du die nicht aufgesammelt? Nee. Sind die weg? Ich glaube. Okay, warte. Egal, ich hab ja welche. Ich hab ja 20 Stück. Ach so, die Feuerpfeile, nicht die Steinfeuerpfeile. Ja, Feuerstein. Ja, passt schon. Okay, gut. Genau. Hat jetzt jeder Feuerpfeile? Ja. So, ich hab 20 von denen. Warte, 10. Nicht hier. Auf den Boden legen. Doch, das auf den Boden. Ging schon. Geht doch, klar. Hat's mir auch gegeben. Ah, okay, dann sehr nimmst du sie. Wo? Ja. Hier. Ah, da. Ach, das ist aber fast unsichtbar. 10 Stück, wunderbar. Genau, der Rahmen ist oder ja dann damit. Da noch mehr? Nee, 10 Stück. Ich hab 10 von Jens, genau. Wahrscheinlich sind die weggerollt oder so, die anderen. Keine Ahnung. Ist egal, solange wir welche haben. Wie viel hast du mir denn gegeben, Zero? 20, ja. Oder? 20, ja. Genau, die habe ich auch aufgehoben. Und hab ihm 10 jetzt gegeben. Perfekt. Ich hatte nur verwechselt, Feuer... Pfeile und Feuersteinpfeile gerade im Inventar. Deswegen. Ach schon, Wolf. Bösen Wolf. Na, jetzt haben wir halt hier eine Arktis-Mission mal in der Hand. Müssen wir weit latschen. Also, wenn du viel spazieren gehen möchtest und du das feierst, auch in DayZ oder in anderen Spielen, dann ist das Spiel genau was für dich. Also, Walking Simulator auf einem ganz anderen Level. Könnte das Paketdienst-Spiel gefeiert, das von diesem Kawashima Kazuki, ich weiß nicht genau, wie der heißt. Wer heißt der nochmal? Oha, Alter, wie weit ist das? Kushima. Kompletten haben wir jetzt schon. Ja, mit dem Walking Dead-Schauspieler. Ah, lass mal laufen. Das vergesse ich immer. Der hat ja gestern wieder Schlagzeilen gemacht. Was hat er gemacht? Die haben sich diesen... Das Spiel war ja dafür bekannt, da gibt's ja Laufrouten, die das Spiel dir vorschlägt. Und je nachdem, welche Laufroute die meisten Spieler laufen, ist ja wie eine künstliche KI, ermittelt das Spiel die optimale Laufroute anhand dessen Wegs, den die meisten Spieler gelaufen sind. Und da haben sich Leute dann gedacht, wir haben nee, und dieses Prinzip hat sich das Spielstudio jetzt patentieren lassen. Diese Technik darf kein anderes Game-Studio jetzt mehr verwenden. Die ist jetzt, haben die jetzt ein Patent drauf. Man kann sowas patentieren? Okay. Ja, das Studio, das Game Studio ist dafür bekannt, ich glaube, die gehören ja zur Tencent-Gruppe, dass die sich in letzter Zeit extrem viele Game Designs patentrechtlich schützen lassen, ja, ist doch damit gut. Andere Studios die in ihren Spielen nicht benutzen dürfen. Das ist doch mal vernünftig. Ist halt super schwierig. An sich finde ich es gut, dass man das nicht klauen darf, aber es ist halt so eine Idee, kann halt auch jeder andere kriegen, ne? Ja. Andere Spielstudios kritisieren sie dafür hart, weil sie sagen, das macht die Spieleentwicklung viel schwerer. Weil sie es halt selbst nicht gemacht haben. Sollen sie selbst kreativ sein und was Neues machen. Ist doch viel besser so, wenn jemand anders was Neues machen muss, anstatt das andere das von anders zu übernehmen. Finde ich okay. So kommen vielleicht noch mehr kreative neue Ideen raus. Warum nicht? Why not? Natürlich kopiert man immer die guten Sachen, was dann zum Standard wird, aber wenn in jedem Spiel wissen, was anders ist, oder komplett was anders, warum nicht? Ja, warum es in der Kritik ist, ist auch, weil sie sich wohl jetzt Sachen patentieren lassen haben, die sie vor 4-5 Jahren entwickelt haben. Du, und das jetzt ist andere bei Spielehersteller verklagen wollen, die das mittlerweile in ihren eigenen Spielen haben. Ja, okay, das ist natürlich kacke rückwirkend, aber gut. Also ich meine, es ist in jeder Branche so üblich. Es war nur eine Frage der Zeit, wann es in die Spielen kommt. Warte mal. Ich meine, ich finde es auch nicht so geil. Aber im Endeffekt ist das alles nur Geldmacherei. Ja, die wollen halt sich ihre Ideen einfach sich. Genau, und halt, das ist halt, wir müssen nach unten, gell? Links runter. Und dadurch müssen andere halt auf neue Ideen kommen. Das ist vielleicht nicht immer so schlecht. Das ist das Wichtigste. Dass wir dann als Spieler vielleicht neue Ideen kriegen. Zwar auch im Early Access, obwohl es full released ist. Aber wenn die Idee neu ist, dann tun wir mitentwickeln dann. Ja,
Die haben halt viel Kohle. Das sind ja, glaube ich, ist das nicht die Reichsten? Sind die nicht überall mit drin? In Blizzard, in jedem Mobile-Game, überall. Ja. Die wollen ja jetzt, die sind ja in Verhandlungen, Blizzard nochmal 10% abzukaufen. Sich mit nochmal 10% mehr an Blizzard zu beteiligen. Ja, jetzt, wo es eh nichts mehr wert ist. Passt ja. Ja, ist der beste Moment, ist taktisch schlau. Ja. Weil die Anteile jetzt wahrscheinlich gerade billig sind. Durch den Shitdorf. Ja, die sind nicht mehr Platz 3. Theoretisch müsste Diablo 4 irgendwann rauskommen und wenn das Spiel gut ist, dann steht Blizzard wieder gut da. Tencent mit. Ja, aber wenn sie jetzt dort Prozente noch schnell kaufen und dann insgesamt bei 15% sind, verdienen sie halt mit an Diablo. Aber ich glaube, dass sowas auf vielleicht beidseitig nicht einmal schlecht ist. Die supporten ja auch mit, oder? Die verdienen ja nicht nur mit. Die supporten, ja, die können dann mit diesen ganzen Patenten mit supporten. Tencent sehe ich leider sehr kritisch, weil die sich zurzeit überall einkaufen. Du, das machen andere Firmen auch immer überall. Das ist eigentlich gang und gäbe sowas.